Wenn man mich fragt, gibt's eines, was John Carpenter noch viel besser kann als Filme machen? Filmmusik machen. Weil spielen wir ein kleines Spiel und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr Nightmare on Elm Street hört? Genau, Freddy Krüger. Was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr Freitag der 13. hört? Genau, Jason Voorhees. Und was ist das Erste, woran ihr denkt, wenn ihr Halloween hört? In meinem Fall zumindest ist es John Carpenters Halloween-Theme. Und erst dann irgendwann einmal denke ich daran, dass der Killer eigentlich Michael Myers heißt. Aber das Erste, was in meinem Kopf sich festsetzt, wenn ich an Halloween denke, an die Filmserie Halloween denke, dann ist das einfach dieses ikonische Halloween-Theme. Und das ist meiner Meinung nach eine riesige Leistung von John Carpenter. Und so fällt es mir ehrlich gesagt auch bei Assault on Precinct 13 auf, dass der Film zu einem gewissen Grad von seiner Musik dominiert wird. Ich meine, nehmen wir nur die ersten, was weiß ich was, 20 Sekunden des Films her. Schwarzes Bild, Text und Carpenter's Assault Theme. Wow. Es ist noch nichts passiert. Es ist eigentlich, die Handlung des Films hat noch nicht einmal begonnen und trotzdem hat der Film schon eine, finde ich, fast packende Atmosphäre. Und dabei ist Carpenter's Musik eigentlich wirklich einfach. Ich meine, wenn man sich das Assault-Theme näher anschaut, also komplex ist eigentlich was anderes. Aber trotzdem oder gerade deswegen hat die Musik meiner Meinung nach so einen extrem fesselnden, mitreißenden Charakter. Und es fällt einem auch ehrlich gesagt gar nicht so auf, dass Carpenter in dem ganzen Film wahrscheinlich wieder mal 3 verschiedene Musikstücke verwendet hat. Und das ist, finde ich, wirklich eine großartige Leistung, wenn man es schafft, mit einfacher, sehr, sehr zugänglicher Musik für das Publikum die Atmosphäre eines Films derart extrem zu beeinflussen, wie das John Carpenter bei, wenn man es genau nimmt, fast allen seinen Filmen schafft, weil bei der Klapperschlange zum Beispiel ist mir das genauso aufgefallen, dann ist das echt eine tolle Leistung. Und vor allem, dass Carpenter dann sowohl die Regie als auch die Musik übernimmt, bringt seinen Filmen meiner Meinung nach extrem. Gut, wir eröffnen Assault oder das Ende, wie er in der alten deutschen Fassung geheißen hat, damit, dass wir eine flüchtende Jugendgang sehen. Und sie laufen von den Polizisten weg, die schießen sie einfach mit Schrotflinten nieder und in den Nachrichten heißt das Ganze dann Schießerei. Ich würde das hinterhältiger Mord nennen, aber egal. Ja. Außerdem sehen wir einen Gefangenentransporter, wo einer krank wird und der dann irgendwie anhalten muss und gerade natürlich in diesem verlassenen Precinct 13 landet, wo gerade ein neuer Cop erst, sagen wir, die Führung übernommen hat, anstatt dass er seine erste Nacht in der Wildnis quasi verbringt, wird er damit beauftragt, diese verlassene Polizeistation zu betreuen. Aber so verlassen ist sie nicht lang, weil abgesehen davon, dass dieser Gefängnistransporter kommt dann noch ein relativ verschwiegener Typ. Und um dessen Geschichte zu erklären, er war gerade telefonieren, während sich seine Tochter ein Eis kauft. Plötzlich fährt irgendeine Gang vor, er schießt den Typen, der das Eis verkauft, er schießt seine Tochter und fährt wieder weg. Der Vater, nachdem er sein Telefongespräch beendet hat, rennt zu seiner Tochter hin, ist natürlich komplett am Boden zerstört, fährt der Gang nach und er schießt den Gang-Leader, weswegen er dann im Endeffekt vom Rest der Gang verfolgt wird. Eine Kleinigkeit. Woher hat er gewusst, wo er die Gang findet? Weil, wenn man die Szene sich genau anschaut, und ich habe das mehrmals getan, dass ich jetzt ja kein Blödsinn rede, der Vater hat den Mord nicht beobachtet. Während die Tochter erschossen wird, hat er noch ganz normal telefoniert und nicht einmal hingeschaut, weil er hat ja sein Telefongespräch noch ganz normal beendet, hat ganz normal aufgelegt und ich glaube, wenn er gesehen hätte, dass seine Tochter erschossen wird, hätte er da etwas hastiger die Telefonzelle verlassen. Er hat dann seine mittlerweile schon tote Tochter in den Armen und das Einzige, was er sieht auch nicht flüchtende Gangmitglieder, er sieht niemanden laufen, er beobachtet nichts, das Einzige, was er sieht, ist, er sieht ein wegfahrendes schwarzes Auto. Das könnte die Gang sein, das könnte aber auch einfach der Mieter vom Haus gegenüber sein. Trotzdem entschließt sich, er fährt dem Auto nach, er schießt denjenigen, der in dem Auto sitzt,
komisch. Gut, der hat eine Waffe, das ist vielleicht dann doch ein relativ eindeutiges Zeichen. Trotzdem ein kleines bisschen lückenhaft vielleicht. Anyways, der Typ flüchtet sich dann auch vor dieser Gang in das Precinct 13 und bietet für die anderen Leute dort ein ziemliches Mysterium, weil er nicht mehr spricht. Er sagt nichts, er erklärt nicht, wer er ist, woher er kommt, weswegen er da ist. Und das macht ihn natürlich für die Leute in der Polizeistation relativ mysteriös und erklärt auch, wieso teilweise dann der Gedanke kommt, na, gehen wir denen doch, weil wir wissen ja nicht. Ja? Und sie kommen dann irgendwann nämlich drauf, eben, dass die Gang ihn eigentlich nur haben will, was meiner Meinung nach dann natürlich die Spannung zwischen den einzelnen Parteien in dieser Polizeistation ziemlich auf den Gipfel treibt. Und das, was ich jetzt erklärt habe, eigentlich ist die erste Hälfte des Films, 45 Minuten, bis quasi die Bedrohung bei der Polizeistation aktiv wird. Aber der Film hat die 45 Minuten, wie vielleicht schon zu erkennen war, nicht tatenlos verbracht, sondern meiner Meinung nach die Charaktere, deren einzelne Hintergründe und so weiter wirklich gut eingeführt. Wir haben sowohl den Hauptpolizisten, der dann quasi die Kontrolle über Precinct 13 hat, wir haben die anderen Leute, die halt dort sind, die zwei Damen wurden beiläufig mehr oder weniger vorgestellt, die Gefangenen wurden beiläufig vorgestellt, einer natürlich der Hauptgefangene, den kennen wir wesentlich besser, wir kennen den schweigsamen Kerl und damit, ich nenne ihn vielleicht nur mal Cusack, wer das versteht, egal. Und das bietet meiner Meinung nach eigentlich ein ziemlich dynamisches Charakterbild für dieses Gefängnis. Und ganz ehrlich, wir kennen auch die Gang. Und auch die Gang, die draußen ist, hat mehr oder weniger einen Grund, das zu tun, was sie tut. Weil ich meine, okay, es war nur ein Racheakt des Vaters, aber wenn eine Gang so weit geht und irgendeinen Eisverkäufer und ein kleines Mädchen erschießt, dann werden sie auch Rache nehmen an demjenigen, der eigentlich nur dafür Rache genommen hat und werden dafür eben auch über Leichen gehen und ein gesamtes Polizeipräsidium belagern. Macht im Punkto Charaktermotivation für sie durchaus Sinn. Und für mich ist das eine weitere Stärke des Films, weil eigentlich beide Gruppen, die in dem Film aktiv sind, sowohl drinnen als auch draußen, meistens wirklich logische, nachvollziehbare und zu einem gewissen Grad gescheite Handlungen setzen. Zum Beispiel, die Gang, die draußen ist, möchte natürlich, dass diese ganze Belagerung so gut wie niemand mitkriegt. Was machen sie? Sie räumen Leichen, sie räumen verlassene Autos aus dem Weg, sorgen dafür, dass quasi niemand auch irgendwelche Spuren von einem Kampf dort draußen sieht. Sie verwenden bei ihren Waffen Schalldämpfer, damit man auch nichts hört. Gut, nichts hören ist bei einem Schalldämpfer zwar nicht ganz so korrekt, aber zumindest weniger hören, als wenn da normale Schüsse fallen würden. Und tun wirklich ihr Bestmögliches, dass sie nicht auffallen. Die Cops drinnen allerdings sollten natürlich schauen, dass sie auffallen. Gut, was mich dann natürlich auch wundert, ist, wieso auch die Schalldämpfer auf ihren Waffen haben, aber dazu dann später noch mehr. Und was auch sehr, sehr spannend ist, ist, sie lassen dann irgendwann einmal die Gefangenen frei und lassen sich auch von den Gefangenen helfen. Was mich natürlich wundert, weil einfach nur eine der Frauen in den Gefängnistrakt geht und die Leute befreit, ohne dass sie ihnen ansatzweise quasi sagt, was wird von ihnen verlangt, was sollen sie tun, was sollen sie auf keinen Fall tun. Und vor allem der Polizist gibt den Gefangenen dann auch Waffen in die Hand, ohne ihnen irgendwas zu sagen. Wobei gut, meiner Meinung nach, wenn du willst, dass dir irgendjemand in so einer Situation vertraut, dann gib ihm eine Waffe, weil welch größeren Vertrauensbeweis quasi kann der Cop diesen Gefangenen liefern, als dass er ihnen ein Mordwerkzeug in die Hand drückt. Und die Zusammenarbeit, finde ich, funktioniert auch wirklich gut. Und es gibt nur eine Situation, wo ich mehrmals mit dem Schädel fast gegen die Wand gelaufen bin, weil ein Charakter, einer dieser Gefangenen, an Doofheit wirklich schwer zu überbieten ist. Er will
Er will nämlich nach draußen rennen. Er will durch das Fenster nach draußen und dort mehr oder weniger Rambo-artig alles abknallen, was sich bewegt. Bedroht eine der Damen mit seiner Waffe, bis sie ihm dann irgendwann einmal sagt, dass seine Waffe gar nicht einmal wirklich geladen ist. Was er dann damit kommentiert, dass er den ganzen Abend geschossen hat, ohne dass vorne was rausgekommen ist. Wofür ist der eingesperrt worden? Steuerbetrug? Außerdem, selbst wenn er einen Schalldämpfer auf seiner Waffe hat, abgesehen davon, dass man trotz Schalldämpfer noch wahnsinnig viel hört, spürt man einen Rückstoß, der vom Schalldämpfer nicht komplett geschluckt wird. Und noch besser, er schießt mit einem Revolver. Und ein Schalldämpfer auf einem Revolver ist in etwa so sinnvoll wie ein Ersatzreifen in einem Hubschrauber. Es ist, man muss sich das nur vorstellen. Mehr oder weniger so ein Schalldämpfer besteht aus mehreren Kammern, der mehr oder weniger den Druck abfängt und damit das Geräusch der Explosion dämpft. Fein. Bei einem Revolver allerdings, wo hier die Trommel ist und zwischen Trommel und Revolver hier ein schöner Spalt ist, wo eigentlich diese Explosion stattfindet, wo nichts gedämpft wird. Ich meine, gut, vielleicht wird ein bisschen was von dem Druck der Kugel, die nach vorne rausfliegt, abgefangen. Vielleicht wird das Geräusch ein bisschen gedämpft, aber es ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich sinnloser, einen Schalldämpfer auf einen Revolver zu schrauben, als auf eine normale Pistole. Sollte irgendjemand dazu was zu sagen haben, sollte mich jemand verbessern wollen, bitte korrigiert mich in den Kommentaren. Das ist jetzt ehrlich gesagt nur meine Meinung dazu, aber ich stelle es mir so vor, weil es meiner Meinung nach anders keinen Sinn macht. Wie gesagt, wenn das falsch ist, bitte korrigieren. Bis mich irgendjemand korrigiert, halte ich einfach diesen einen Typen für einen Vollidioten. Ich habe am Anfang des Reviews schon gesagt, dass es eigentlich Carpenters Meisterleistung in seinen Filmen immer wieder ist, mit der Musik umzugehen und Filmmusik zu kreieren und einzusetzen. Und das, finde ich, merkt man dann spätestens bei diesen Belagerungsszenen einfach extrem, weil Carpenter es meiner Meinung nach perfekt versteht, mit Filmmusik zu arbeiten. Und damit meine ich nicht nur spannende und mitreißende Filmmusik zu erzeugen, sondern auch sie im Film richtig einzusetzen. Wenn man sich Assault on Precinct 13 näher anschaut, wird man feststellen, dass ein Großteil der Szenen, ein Großteil der spannenden Szenen, der Belagerungsszenen, komplett ohne Filmmusik auskommt. Null Musik hat. Und Carpenter, ehrlich gesagt, eigentlich nur in relativ wenigen Szenen Musik verwendet. Und gerade sowohl die Szenen, wo er keine Musik verwendet, als auch die Szenen, wo dann die Musik kommt, von dieser Entscheidung und von dieser Atmosphäre extrem profitieren. Weil die Szenen, in denen es keine Filmmusik gibt, dadurch meiner Meinung nach gleich wesentlich realistischer, roher, bedrückender und eben auch atmosphärische Wirken. Und die Szenen, wo dann Carpenters nicht aufdringliche, einfache und atmosphärische Filmmusik dazukommt, auch genau davon profitieren. Und das ist, finde ich, die große, große Leistung, die Carpenter in vielen Filmen, darunter eben auch in Assault, vollbracht hat. Für mich ist John Carpenters Das Ende oder Assault on Precinct 13 oder auch Anschlag bei Nacht einer der besten Filme seiner Karriere. Warum, ist ganz einfach zu erklären. Es ist ein teilweise fast minimalistischer, aber einfach nur grandios spannender Film. In der ersten Hälfte versteht Carpenter meiner Meinung nach großartig, die einzelnen Charaktere, die einzelnen Gruppen einzuführen und denen eine Dynamik zu verpassen. Und in der zweiten Hälfte geht es dann mehr oder weniger um genau die Konfrontation oder die Zusammenarbeit zwischen diesen einzelnen Gruppen. Und das derartig dynamisch, derartig leichtfüßig zu vollführen, ist meiner Meinung nach wirklich ein Qualitätsmerkmal. Was Carpenter aber, finde ich, noch viel besser kann als Regie führen bei Filmen, ist es, die Filmmusik zu erzeugen. Abgesehen davon, dass das Assault-Team meiner Meinung nach sehr einfach, aber sehr, sehr wirkungsvoll ist, schafft es Carpenter sowohl in den Szenen, wo er Musik einsetzt, als auch in den vielen, vielen spannenden Szenen, wo er ganz ohne Musik auskommt, daraus das Maximum herauszuholen und nur oft durch den Einsatz der Musik wahnsinnig viel Atmosphäre und Spannung erzeugen kann.
Die Charaktere agieren bis auf ganz wenige Ausnahmen eigentlich ziemlich klug und ziemlich intelligent. Die Reaktionen und Entscheidungen sind nachvollziehbar und realistisch. Und im Endeffekt bleibt bei Assault ein spannender, realistischer, roher Polizeithriller mit oder Belagerungsthriller mit glaubwürdigen Charakteren, mit einer großartigen Atmosphäre und mit einer wirklich intensiven Spannung. In meinen Augen ein ganz, ganz toller Film.